Egal, ob du in Teilzeit oder Vollzeit tradest, du musst in der Lage sein, deine eigene Watchlist und deinen eigenen Gameplan zu erstellen. Also, wie genau erstellt man eine Watchlist und findet profitable Aktien? Welche Scanner benutzt man und wie nutzt man die Werkzeuge, um das Geld regnen zu lassen? Denn ohne eine Watchlist zu traden, ist wie hungrig in den Supermarkt zu gehen. Was passiert vor Ort? Du gehst da rein, bist super hungrig und du kaufst alles, was dir irgendwie in den Weg kommt. Wie ich in meinen früheren Videos bereits erwähnt habe, findet die Arbeit im Trading bereits vor dem eigentlichen Trading statt. In diesem Video erfährst du, wie du jeden Tag die besten Aktien zum Trading finden kannst. Dafür zeige ich dir meinen persönlichen Schritt-für-Schritt-Prozess zum Einrichten von Aktienscannern. Für meine Trading-Anfänger zeige ich auch, wie du kostenlose Tools anwenden kannst, um ohne teure Premium-Scanner und Nachrichtendienste zum Erfolg zu kommen. Schließlich zeige ich dir auch, wie du deine Trades auf deinen Charts mit den Watchlists planen kannst. Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Felix Hülfborn von wirmachentrader.de. Den Prozess, den ich dir heute zeige, das ist der exakte Prozess, den ich seit 2012, als ich Trading-Anfänger war, nutze und stetig optimiert habe. Dabei werden wir das Trading in ein paar einfache Schritte aufteilen. Wichtig, einfach, es ist aber nicht leicht. Du kannst deine Erfolgsquote jedoch drastisch erhöhen, wenn du einen klaren Plan hast. Wenn das gut klingt und du wissen willst, wie man Schritt für Schritt eine profitable Watchlist erstellt, dann schau dir dieses Video exakt bis zum Ende an. Finde Aktien mit hohem Volumen. Der wichtigste und erste Schritt bei der Erstellung einer Watchlist ist es, dass du potenzielle Kandidaten auf den Schirm bekommst, die später für dich erfolgreich zu traden sind. Das bedeutet, dass ich mich an dieser Stelle auf Aktien fokussiere, die ein großes erhöhtes Volumen haben. Wichtig dabei, welche Aktien wir grundsätzlich filtern. Für Anfänger-Trader würde ich hier auf jeden Fall die Mid-Caps und Large-Caps empfehlen, weil sie nicht so volatil sind, weil andere Risiken, beispielsweise Offerings und so weiter, hier nicht unbedingt gegeben sind. Wichtig dafür, warum wollen wir etwas mit erhöhtem Volumen? Wir wollen das, weil das von großem Interesse ist. Du möchtest etwas handeln, wo andere Interessensgruppen zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche eben tun. Und wichtig dafür, das im richtigen Kontext, den eben erwähnten Mid-Caps oder Large-Caps zu machen. Was du hier siehst, und das ist das Wichtige, ja, wie komme ich jetzt da drauf, Felix? Wie finde ich jetzt eben diese Aktien? Ein Tool, mit dem ich das mache, das ist eben Trade Ideas Pro. Und ein Scanner davon, den ich hier habe, hier unten, das ist eben mein Mid- und Big Cap Gainer. Damit kann ich zu jedem Zeitpunkt schauen, was habe ich eben auf dem Radar. Und du siehst es, dass ich das Ganze im Pre-Market bereits scannen kann. Und hier in diesem Fall würde ich eben sehen, dass VECT zu dem Zeitpunkt ein Gap von 36% hatte. Wir spielen das mal durch für eine Aktie, die ich an diesem Tag gehandelt habe. Du siehst also, dass das jetzt zwei Tage zuvor ist, hier um einfach auch einen Kontext liefern zu können. DKNG, das ist die Aktie, die wir hier auch bei Wir machen Trader in unserer Ausbildung gehandelt haben, live gehandelt haben mit unterschiedlichen Leuten, die das gehandelt haben. Jeder für sich, das ist das Schöne, es ist kein Signaldienst, den wir da irgendwie anbieten, sondern jeder lernt von mir, wie man das erfolgreich handeln kann. Jeder lernt von mir die Strategie, die wir anwenden und jeder für sich kann unabhängig sein. Das heißt, wenn ich mal irgendwann keinen Bock mehr darauf haben sollte, dann kann jeder damit trotzdem sein Geld weiterhin verdienen. Und wir sehen hier, dass diese Aktie DKNG ein Gap von 3,48% hatte. Und genau das sehen wir zu diesem Zeitpunkt auch. Ja, der Zeitpunkt ist hier ein bisschen anders, 15,30 ungefähr, aber wir sehen es, 3,7% war hier das Gap. Und wir sehen auch hier, dass wir gleichzeitig ein hohes relatives Volumen haben. Das ist für mich sonderlich wichtig, denn mein erster Tipp war ja eben, Aktien mit erhöhtem Volumen zu finden. Das bedeutet, dass automatisch naturgemäß irgendwas in dieser Aktie los sein muss. Und was das genau ist, das ist nicht unbedingt in diesem Schritt erstmal relevant, sondern relevant ist für mich, schauen sich das andere an und wie sieht gleichzeitig eben der Chart aus. Im Tageschart sehen wir einen ganz klaren Aufwärtstrend und dementsprechend ist zumindest Platz bis hier zum nächsten Widerstand. Nachdem wir jetzt verstanden haben, warum ich das Ganze nutze und wie ich das grob nutze, lass uns mal kurz reingehen. Du findest, wie gesagt, das exakte Trade Ideas Layout unterhalb in der Beschreibung. Das kannst du dann völlig kostenfrei nutzen.
um auch, wie gesagt, diese zweiwöchige Testphase von Trade Ideas vielleicht für dich zu nutzen. Auch dazu findest du den Link unten in der Videobeschreibung, denn dann hättest du einen guten Start, meinen Scanner zu nutzen, um auch einfach mal vielleicht Trade Ideas für ganz kleines Geld eben 2 Wochen lang zu testen. Grundsätzlich handelt es sich bei dem Mid-Cap-Scanner, was ich hier gebaut habe, hier unten einfach um eine sogenannte Top-Liste. Du siehst also, im Menü würdest du hier auf Top-List-Window gehen und du hast hier eben auch schon die Möglichkeit, unterschiedliche Vorauswahlen zu treffen. Und was ich hier grundsätzlich habe, ist ein sogenannter Gap-Scanner. Ja, ab Gap hast und du siehst, unterschiedliche Variablen werden hier drin, die dir dann direkt eingestellt werden und die du dann natürlich auch weiter dort nutzen kannst. Wir gehen aber mal direkt in meine Settings, die ich hier für dieses Beispiel eingestellt habe, und du findest hier unter Windows Specific Filters, was ich nutze. Ich filter alles, daher ja auch meine Empfehlung, ab $10 aufwärts. Also nichts darunter, um eben dieses Problem, was ich genannt habe, der kleinen Aktien so ein bisschen außen vor zu lassen. Change from the close, mindestens 2%. Change from the close bedeutet also, wie zum aktuellen Zeitpunkt, zu dem ich mir diesen Scanner betrachte, wie groß ist tendenziell das Gap? Wenn ich es mir also Pre-Market anschaue, dann weiß ich, das Gap zu diesem Zeitpunkt wäre 2% Minimum. Sonst wird es hier gar nicht angezeigt. Das Volumen, da gebe ich einen Minimum-Aspekt. Es kann manchmal sein, dass wir große Gaps haben, aber gar kein Volumen. Ja, einfach eine gewisse Imbalance oder sowas nachbörslich. Das macht dann keinen Sinn. Wir wollen das haben, was tendenziell auch schon hier irgendwo gehandelt wird. Und dann, wie gesagt, stelle ich den Float ein. Das hat damit zu tun, wie viele Aktien gibt es überhaupt hier von dieser Aktie? Ist das vielleicht eine Aktie, die einen ganz, ganz kleinen Float hat? Ähnlich was ich hier beispielsweise rechts oben mir anschaue. Sowas wie GAL, was nur 12 Millionen Aktien hat. Also der Kuchen ist nur 12 Millionen Aktien groß. Oder ist das etwas wie beispielsweise hier DKNG, was sehr, 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 sehr viele Aktien hat. Ja, das ist der Unterschied. Dementsprechend ist der Kuchen größer, die Volatilität ist ein bisschen geringer und es ist nicht so riskant, was man da letztendlich macht. Das Gleiche bezieht sich dann eben auf die Marktkapitalisierung. Das heißt, wie viele Aktien gibt es eigentlich? Multipliziert mit dem Aktienpreis, das ergibt dann hier den sogenannten Market Cap oder die Marktkapitalisierung. Und auch da Minimum-Aspekt, dass wir hier in dieser Liste nur aus dem Universum filtern, was letzten Endes ja eine solide Mid-Cap oder Large-Cap-Abbildung darstellt, um dann weiter händisch zu suchen. Wenn du Anfänger-Trader bist, mach dir keine Sorgen. Auch für dich habe ich kostenlose Lösungen. Ich empfehle dir, wenn du gerade erst startest, kostenlose Tools zu verwenden, um eben auch diesen Scanner nachzubauen. Als ich selbst Trading-Anfänger war, hatte ich auch nicht genügend Geld, um diese Premium-Produkte zu kaufen, und dementsprechend weiß ich um die Wichtigkeit dieser kostenlosen Scanner und möchte dir natürlich auch diesen Weg zeigen. Finviz.com ist ein kostenloser Scanner. Du gehst einfach auf die Website und hier oben auf Screener. Im Screener hast du dann eben grundlegende Möglichkeiten, nach Veränderung zu durchsuchen, nach Volumen zu durchsuchen, nach preislichen Unterschieden zu durchsuchen. Wichtig dabei ist, ja, wenn du hier unterschiedliche Dinge auswählen willst, erstmal alle Variablen sichtbar zu machen, und dann kannst du aus einer großen Anzahl von unterschiedlichen Variablen wählen. Bei uns, wir haben gesagt, wir möchten nur in gewissen Preisranges arbeiten. Wir wollen also keine Aktien vielleicht hier reinpacken, die unter $10 sind, und dementsprechend wählen wir hier schon mal aus over $10. Dann könnten wir vielleicht festlegen, wie viel Volumen wir möchten. Dann hier unten ganz einfach können wir schon direkt sortieren nach Change. Was hatte also gestern hier den maximalen Verlusttag, prozentuale negative Werte? Das war der Ticker ZIM. Ja, wir sehen auch hier, indem wir hier drüber hovern, direkt entsprechend den Tageschart, was es sehr, sehr einfach macht, hier auch gutes Screening vorzunehmen. Eine Frage, die ich immer wieder bekomme, ist die, ob Finviz sich für das aktive Daytrading eignet. Aus meiner Sicht tut es das nicht, weil es eben nicht die gleichen Möglichkeiten mitbringt wie beispielsweise Trade Ideas, wo wir in Echtzeit die Daten streamen.
Finviz bietet sich super für Anfänger an, die vielleicht auf das Swing Trading fokussiert sind, um jetzt, während der Markt geschlossen ist, hier in Ruhe einige Analysen vorzunehmen, um Watchlists zu erstellen. Dafür ist es super gut und komplett kostenlos. Du kannst dich hier auch kostenlos registrieren, um beispielsweise auch die Ansichten, die Views hier, wie wir gewisse Dinge sortiert haben und gewisse Scanner, die kannst du kostenlos abspeichern, aber hab eben im Hinterkopf, dass es gewisse Limitationen gibt, weil es eben kostenlos ist und du gewisse Dinge, die beispielsweise in Trade Ideas möglich sind, natürlich nicht hier in der gleichen Fülle haben kannst. Schritt Nummer 3, trade deinen Plan. Als nächstes werden wir den Trade Plan, den wir hier auf dem Scanner gefunden haben. Doch bevor wir das machen, würde ich mich super, super freuen. Falls dir das Video gefällt, dann smash auf den Like-Button und abonniere unseren Kanal, dass du keins dieser Videos mehr verpasst. Du weißt, dass kostet mir sehr viel Zeit, ich mache das gerne, aber würde mich natürlich freuen, wenn es dir auch gefällt und du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Damit soll es weitergehen. Wir haben jetzt also die Gapper-Liste. Du hast gesehen, wie wir das einmal mit Trade Ideas machen oder vielleicht mit einer kostenfreien Alternative. Jetzt geht es aber um die spannende Frage. Wenn ich das erstmal gescannt habe, wenn ich das auf meine Watchlist gepackt habe, wie geht es jetzt weiter? Wie trade ich hier meinen Plan und wie setze ich das Ganze um? Wir sehen also beispielsweise, dass ich jetzt von dem Scan mir erstmal alle Charts anschauen würde. Das heißt, was wir machen ist, wir lassen uns gewisse Dinge anzeigen und wir müssen dann im nächsten Schritt unsere Analyse vorbereiten, die wir tagtäglich anwenden. Was du also machen würdest ist, und das kannst du relativ cool hier auch in TradingView machen, du erstellst dir einfach eine Watchlist hier oben, indem du sagst neue Liste oder neue Liste erstellen, was auch immer. Und dann kannst du dir diese Kandidaten hier reinmachen. Und ich würde in erster Instanz sagen, okay, DKNG gefällt mir vom Tageschart. Und den nächsten Schritt, den ich vorbereiten würde, wäre dann eben zu sagen, okay, DKNG, ich erwarte diese Handelslücke, das sehe ich ja. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Ich würde mir also Alarme setzen und erstmal auch die Key Levels in diesem Chart einzeichnen. Ja, das ist ein Key Level, das ist ein Key Level. Und wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt oberhalb dieser Key Level und ich würde erwarten, dass wir ja bis zum nächsten Widerstand gehen, wenn wir eben da oben hinkommen. Und dieser nächste Widerstand, der ist hier oben aus meiner Sicht. Und deswegen würde ich ganz klar formulieren, wenn wir stark sind und über VWAP halten, also Intraday meine persönliche Bestätigung bekommen, dann erwarte ich, dass wir höher gehen und ich habe einen Trade bis zum nächsten Widerstand. Wichtig also, dass du die Entscheidungsmarken für dich planst, an welchen Level möchtest du mit dieser Aktie interagieren, was ist dein präferiertes Szenario, wie möchtest du hier long gehen, also auf steigende Kurse setzen oder short gehen, gibt es überhaupt ein Short-Szenario in diesem Fall oder gibt es zwei Szenarien, was ist dein Plan? Das hat natürlich viel mit der Strategie zu tun, die dem bisschen vorausgehen muss. Ja, wir gehen also eine kleine Zeitebene runter. Und wir würden jetzt hier sehen, dass wir im 2-Minuten-Chart, was hier meine persönliche Handels-Timeframe ist, sehen wir, dass wir hochgegangen sind, dass wir an diesem Widerstand abprallen, dass wir runtergehen und wir kommen zurück. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich das hier gekauft, grob mit dem Stop unterm Tagestief. Wir gehen hoch bis zum Widerstand und genauso ähnlich haben die Leute das bei uns in der Ausbildung gehandelt und mit Live-Geld dort auch Profite erwirtschaftet. Das zeigt also, dass das erstmal funktioniert, dass das wiederholbar ist und so weiter und so fort und dass wir auch wirklich tagtäglich trainen. Und das ist letztendlich der Prozess, wie es ist. Ein kleiner Tipp, den ich da habe, wirklich, du musst nicht alles in Echtzeit dir anschauen. Das ist gerade dafür wichtig, wenn du berufstätig bist, setz die Alarme. Du kannst immer rechtsklicken machen und einfach sagen, Alarm für DKNG hinzufügen. Und erst, wenn es über dein gewisses Level kommt, dann macht es eben auch Sinn, dass du dir das Ganze anguckst. Und so habe ich immer eine Liste, ja, die ich mir grundsätzlich angucke. Ich setze die ganze Zeit irgendwelche Alarme in diesen Listen und kann dann basierend auf meinem zuvor definierten Plan eben meine Trades erfolgreich umsetzen. Jetzt, da du die exakten Schritte kennst, um nach Aktien zu suchen, die du potenziell handeln kannst und eine Watchlist erstellst, möchte ich dich vor großen Fehlern warnen, die du gerade als Trading-Anfänger dabei vermeiden solltest. Zunächst einmal muss ich sehr deutlich machen, dass Scanner und Watchlists kein Kauf- oder Verkaufssignal darstellen. Du kannst das Ganze als Unterstützung für deine Vorbereitung in dein Trading einfließen lassen. Definiere also ganz klar einen Plan. Wenn
das und das erreicht wird, dann entspricht es deinem Handelsplan, dann kannst du es traden und diese Tools helfen dir eben dabei, diese Aktie zu finden oder auch im Verlauf des Handelstages neue Szenarien herzuleiten. Nur so hast du eben den entscheidenden Vorteil, dass du einmal was auf deinen Schirm bekommst, was tendenziell und potenziell Erfolg haben kann, dann hast du eine ganz klare Methodik, die auch durchplant ist. Und nur so hast du eben einen deutlichen Unterschied von einigen Chaträumen, in denen du einfach nur schnell irgendwas liest, irgendwas kopierst, aber gar nicht den Plan dahinter kennst. Und das führt bekanntlich natürlich zu vielen Verlusten, zu viel Frustration und zu viel Geldverlust. Den zweiten Fehler, den du vermeiden solltest, ist, dass du alles möchtest. Wenn du da die Auswahl machst, dann fokussiere dich eben auf das Beste. Fokussiere dich nicht auf alles, was sich irgendwie bewegt, sondern diese Tools geben dir die Möglichkeit, den Gesamtmarkt zu überblicken und dir sozusagen die Kirschen rauspicken zu lassen. Wichtig, dementsprechend empfehle ich unseren Anfängern häufig, fokussiere dich auf die besten 2 bis 3 Aktien täglich und leite dort den Plan ab. Und wenn dort innerhalb deines Plans dieser Plan nicht aufgeht, dann handel diese Aktien nicht, aber nicht den ganzen Tag irgendwas Neues suchen, ohne einen Plan zu haben oder zu sagen, heute muss ich 20 verschiedene Dinge handeln, denn es gibt Gründe, warum die ersten 3 besser sind als die nächsten 3 und wieder die nächsten 3. Ja? Deswegen heißt es Fokus auf das Beste und nicht Fokus auf den Durchschnitt. Jetzt, da du gelernt hast, wie du die besten Aktien findest und eine erfolgreiche Watchlist erstellst, reicht es immer noch nicht. Du brauchst jetzt noch eine erfolgreiche Handelsstrategie, vielleicht sogar 2, 3, aus denen du wählen kannst, damit du entsprechend die besten Aktien damit kombinieren kannst und on top brauchst du natürlich noch ein sehr erfolgreiches Risikomanagement. Wenn das auf dich zutreffen sollte, dann schau dir gerne unser Ausbildungskonzept, das WMT Framework, auf unserer Internetseite www.wirmachentrader.de vorbei, wo du das alles und noch viel mehr von mir lernen kannst. Ansonsten schau dir hier dieses nächste Video mit den Schritt-für-Schritt-Anleitungen an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut!